Zurück im Auge des Sturmes, des Sandes und in der heiligen Wüste der Gerudos. Wir müssen immer noch den Schatz finden, den uns angeblich, mal natürlich ohne Gewehr, das ist alles nur eine Legende, die Statuen zeigen. Also genauso eine Statue wie diese hier. Aber irgendwas muss da dran sein. Also ich vermute, da ist tatsächlich irgendwas dran. Ja, was das... Ja, es muss einfach wahr sein. Aber ansonsten weiß ich nicht, was man denn damit machen könnte. Und da unten ist schon wieder so ein Exalfoss. So ein blödes Ding, das mich schon die ganze Zeit hier ärgert und trollt. Denn im letzten Part sind wir zweimal oder dreimal... Ne, dreimal sind wir gestorben? Zweimal? Ach, irgendwie sowas. Aber hier ist es plötzlich so... So windstill. Die ganzen Schwerter könnten wir uns jetzt natürlich alle grabben. Könnten wir eigentlich alle für uns beanspruchen, aber... Ich will das ehrlich gesagt nicht. Da oben ist auf jeden Fall wieder Exalfosse. Aber die dürften mich eigentlich nicht sehen, oder? Normalerweise nicht. Es ist ja ein Sandsturm. Also von dem her müsste ich ja auch praktisch unsichtbar sein. Denn ich kann sie ja auch kaum sehen. Also von dem her, es muss einfach... Ja, es wird schon so passen. Aber wo ist jetzt die nächste Statue? Wo? Ist denn das? Ist das ein Vogel? Ja. Okay. Ja, Wahnsinn. Wie groß ist denn die Wüste hier? Zumal ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung. Und ich finde auch jetzt irgendwie keine Statue mehr, die mir da ein bisschen den Weg weist. Vielleicht gibt es ja da oben noch eine. Da funkelt auf jeden Fall... Ja, doch, doch. Ich glaube, da oben ist eine Statue. Ich glaube schon. Ich hoffe, dass der Sandsturm auch jetzt mal irgendwann aufhört. Wäre nämlich deutlich besser. Ich glaube... War das jetzt hier eine Statue oder nicht? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Also, wieder geradeaus. Okay. Ja, es muss doch hier irgendwann mal ein Ende sein. Oder wir müssen doch jetzt eigentlich fast im nächsten Gebiet sein. Ist nochmal so ein Exalfoss. Das lassen wir mal lieber in Ruhe. Und da kommt auch schon das nächste. Da kommt schon das nächste. Es ist zum Mäusemelken, ist es. Es ist wirklich zum Mäusemelken. Komm her, du blödes Ding, du. Und, willst du Ärger? Willst du Ärger? Hä? Oh Gott, der hätte mich fast gekriegt. Ja, jetzt komm, stirb endlich. Ich habe keine Zeit. Danke. Was, nochmal eins? Was ist denn das für eins? Das hat sich jetzt aber ziemlich gut getarnt. Ach so, das ist schon wieder eins mit Feuer, okay. Aber wenigstens sind die nicht so stark. Die sind nicht so, wie diese anderen. Ja, als ob. Ja, als ob. Verschwinde. Okay. Okay, Exalfoss Schwanz rot. Was kann man denn machen? Der Schwanz eines Feuer-Exalfoss, der Eigengeschmack macht ihn ungenießbar. Zusammen mit Insekten lässt er sich zur Medizin verarbeiten. Okay. Mittlerweile ist es dunkel. Das heißt, es wird kühl. Es wird kühl und kalt. Deswegen ziehen wir uns einfach mal an. Ja. Genug. Ach, da ist ein Schrein. Da ist ein Schrein. Ich glaube, ich spinne. Da ist ein Schrein, Leute. Schaut euch das an. Mitten irgendwo in der Pampa kommt da auf einmal ein Schrein daher. Und mein Shikastein kann den ja gar nicht finden, wenn hier die ganze Zeit ein Schneesturm herrscht. Kimatsuzu-Schrein. Alles klar, da machen wir den als nächstes. Komm. Ja. Ich denke, irgendwo in der Wüste werden wir jetzt auf jeden Fall irgendwas finden, damit wir da rein können. Es muss ja praktisch so. Es muss so sein. Also, kann ich mich dann eigentlich an die Stelle porten? Schweigende Statuen. Ich hab's geschafft. Ach, der Schrein war das Ziel? Okay. Okay, ja. Das trifft sich doch hervorragend. Das ist super. Das ist super. Superior ist das. Geil. Sehr schön. So, Link. Dann zeig, was du drauf hast. Bitte keine Kraftprobe. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich will wieder was zum Nachdenken haben. Und es ist was zum Nachdenken. Oh mein Gott. Okay. Ich sehe schon, wie da die ganze Zeit irgendwas fliegt. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Unterbrochene Flugbahn. Gut, unterbrechen können wir sie ja. Das ist kein Problem. Aber ich schaue mich mal ein bisschen weiter um. Eventuell kriegen wir noch was anderes hin. Oder müssen wir was anderes machen. So, da gibt es auf jeden Fall eine... Ja, wie heißt es? Eine Truhe? Da wird auf jeden Fall was super Geiles drin sein. Das ist schon mal klar. Okay. Ja, aber was mache ich jetzt damit? Kann ich den irgendwie aufhalten oder so?
Ja, könnte ich. Ich könnte. Aber ich bin nicht so schnell genug. Oh mein Gott, da muss ich ja wirklich... Oh mein Gott, muss ich da schnell sein. Da muss ich ja wahnsinnig schnell sein. Moment. Ach, komm. Aber gut, so könnte es vielleicht klappen. Nein! Mist! Ja, dann muss ich das mit dem Pfeil machen. Okay, ich brauche das Statismodul. Aber was mache ich da mit dem Ding? Dann brauche ich mein Statismodul. Okay. Muss ich das vielleicht da raufschießen? Okay, der kommt bis hier hin. Ja, das ist heftig. Das ist heftig. Okay. Mist. Okay, aber der fliegt ziemlich schnell. Wie soll ich denn das machen? Ich habe da keine Chance. Ich habe da absolut keine Chance. Nee, nee. Das geht nicht. Ah, von hier könnte... Moment. Ich könnte auch hier das Magnetmodul einsetzen. Mal schauen, ob das funktioniert. Nee, dafür bin ich natürlich zu weit weg, oder? Ja, hier wird's klappen. Hier wird's klappen. Aber ich glaube, so soll man das gar nicht machen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob man das so machen soll. Außer natürlich, das Ding bleibt jetzt dann hängen. Okay. Okay. Was mache ich jetzt damit? Was mache ich damit? Irgendwo muss ich es auf jeden Fall abstellen. Aber wo? Aber wo soll ich das... Hä? Wo soll ich denn das bitte ablegen? Oder muss ich... Hä? Was muss ich denn damit machen? Okay. Ja gut, aber ich brauche noch die Truhe. Ich brauche noch die Truhe. Hallo? Ah, jetzt verstehe ich das. Okay. Über der Truhe ist auch noch so ein Kontakt. Genau. Ja, ich denke nicht, dass man das so machen soll, oder? Oder vielleicht doch? Also mit dem Statismodul hätte es auf jeden Fall auch geklappt. Das mal so als Hinweis. Man hätte sich natürlich nur ein bisschen besser anstellen müssen. So, und jetzt gib mir irgendwas Schönes. Wehe, du gibst mir nichts Schönes. Wehe nicht. Dann flippe ich aus. Ein Mondsäbel. Wow, eine wunderschön geschwungene Klinge mit Gerudo-Gravierung, die unglaublich scharf ist. Früher soll dieser Säbel auch bei Ritualen verwendet worden sein. Hm. Bitte, was bringt der mir jetzt? Bitte, was? Soll das ein Witz sein? Soldatenlanze, habe ich 2 Stück. Könnte ich eigentlich eine ablegen? Ja, das werde ich auch machen. So, tschüss. Ja, okay, was will ich jetzt bitte mit einem Mondsäbel? Das ist, ich dachte, immerhin kommt jetzt da vielleicht was anderes raus. Ja, eventuell die Schuhe oder sowas. Aber nee, gar nichts. Gar nichts. Vielleicht verzieht sich natürlich auch dann der Sandsturm. Nicht Schneesturm. So. Ja gut, dann verlassen wir den Schrein. Der wäre schon geschafft. Also, schwer war er nicht. Aber den Preis fand ich jetzt, naja. Sagen wir einfach mal, naja. Ja, okay. Belassen wir es dabei. Jo. Danke dafür erstmal. Zeichen der Bewährung. Meine Leben müssten eigentlich wieder aufgefüllt sein. Oder sind gefüllt? Ja, die sind schon gefüllt. Okay, vielen Dank. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Also, wir haben den Schrein gefunden, aber den Schatz an sich selbst nicht. Schwierige Sache. Irgendwie muss mir der Typ weiterhelfen, aber der ist ja nicht da. Er ist irgendwie nicht auffindbar. So, der Sturm ist auf jeden Fall weg. Der Sturm ist weg. Okay, bringt mir das vielleicht was, wenn ich da hochgehe? Aber der Sturm kommt gleich wieder, oder? Oder zeigt jetzt die... Ja, die zeigt auch bloß dahin. Okay, da hinten gibt es auch noch eins. Aber sonst gibt es hier eigentlich nichts mehr, oder? Dahinter gibt es natürlich auch noch was, ein paar Ruinen. Aber das zeigt jetzt auch nur noch dahin. Okay, also die Wüste hätten wir eigentlich so weit erkundet. Wir sind jetzt wirklich sehr weit gelaufen. Wir sind sehr weit gelaufen. Also, ja, wobei, da hinten geht es noch lang. Hier in die Richtung? Oder so? Ja, genau. Ich laufe jetzt mal da lang. Vielleicht gibt es ja da... Ach, da ist eine Seerobbe. Eine Sandrobbe. Ja, cool. Kann ich mir die vielleicht grabben? Kann ich mir die grabben oder nicht? Ja, toll. Ja, toll. Super. Super. Vielleicht von hinten.
Vielleicht von hinten, wenn es geht. Ja, ich glaube, die wird mich hören, oder? Ich glaube, die wird mich hören. Jetzt bleib doch stehen! Bleib stehen! Yeah! Und los geht's! Ja, das nennen wir doch mal ein gutes Fortbewegungsmittel, oder? Jawohl, ja! Ah, sieht es nicht fantastisch aus? Ich mache das auf meinem Schild. Bin ich irre? Also, dass ich das unbedingt auf meinem Schild machen muss, wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber okay. Okay, okay. Ah, was für ein geiles Gefährt, wenn ich das doch davor gehabt hätte. Nö, hatte ich natürlich nicht. War ja klar, oder? Immer kriege ich sowas zum Schluss. Ich bin jetzt die ganze Wüste durchquert mit, ja, zu Fuß. Müsst euch mal überlegen, was das heißt. Zu Fuß bin ich die ganze Wüste durchgewandert. Meine Fresse, darf doch nicht wahr sein. Darf ich die dann eigentlich behalten? Ist die dann mein Freund oder eher nicht? Oder heißt dann eher, ja, alles klar, Dani, dann tschüss, vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwann wieder. Nö, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So, was gibt's denn da hinten? Da hinten gibt's doch auch noch was, oder? Da sieht's gut aus, da sieht's gut aus. Was gibt's denn da? Da muss ich hin. Da muss ich hin. Oder ist es irgendwie so, nochmal stehen? Bleibst du stehen? Okay. Sieht jetzt aus irgendwie so. Ja, toll. Ja, großartig. Das ist wieder super. Ich bleib stehen und gleich kommt irgendjemand davon. Ist recht. Du musst jetzt meine Sandrobbe hin. Serious? Die lässt mich einfach im Stich? Okay. Naja, von mir aus. Von mir aus. Ah, da ist nochmal ein Exalfos. Nochmal eins. Ah, dass die mal gleich wissen, wo ihre... Oh mein Gott. Dass die mal gleich wissen, wo ihre Waffen sind. Komm, steh auf, du blödes Mistding. Brauche ich den? Starker Exalbogen. Ich habe ja schon einen. Oh, okay. Von mir aus nehmen wir den auch mit. Ja gut, aber hier sieht es aus, wie als könnte es hier irgendwas geben. Oder? Es sieht verdächtig aus. Na toll. Na toll. Nochmal ein Exalfos. Das darf doch nicht wahr sein. Vor allem, wie schnell die Viecher sind. Die sind wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Und wieso sind verdammt nochmal so viele Gegner? Oh mein Gott. Wird es jetzt schon wieder hell? Oh oh. Oh oh. Und ich kann natürlich nicht rennen. Das ist wieder super. Dass meine Power schon wieder verbraucht ist. Oh mein Gott. Ich will jetzt nicht sterben. Nee, ich esse jetzt was. Ich esse was. Ja, das eine brauche ich noch. Ich esse jetzt mal so ein Kochobst. Jo, passt. Passt, sitzt und hat Luft. Ja, ich verdrück mich. Ich verdrück mich, ja. Ja, macht ihr doch, was ihr wollt. Das interessiert mich nicht. Okay. Wir sind schon losgeworden. Sehr schön. Wahnsinn, dass in der Sonne, hier in der Wüste, die Sonne um 4 Uhr schon aufgeht. Einfach nur verrückt. So, ist jetzt der eine Mann wieder da? Nö, ist er nicht. Ja, dann muss das es muss einfach irgendwo jemand sein. So, wir gehen jetzt einfach mal zu den Wachen. Wir sind ja schon wieder zurück. Savota! Moment mal, du bist doch ein Feu. Feu dürfen Gerudo-Stadt nicht betreten. Wir sind nur... Was hier sind nur Feu erlaubt. Was Feu bedeutet? Mann, ist doch klar. Du kannst nicht mal Feu und Feu unterscheiden und willst in unsere Stadt... Das habe ich gern. Was Fei bedeutet? Frau. Ist doch klar. Ach komm, ja. Ist ja gut. Also merkt ihr das. Fei dürfen rein, Fei müssen draußen bleiben. Ja gut, das weiß ich doch schon. Savota. Tut mir leid, aber die Traditionen der Gerudo erlauben es nicht, dass Minderjährige in Kontakt mit Fei kommen. Daher kann ich es dir nicht erlauben, Gerudo-Stadt zu betreten. Wenn du Reisevorbereitungen treffen willst, solltest du es an der Oase am Eingang der Wüste versuchen. Man nennt sie den Wüstenbazar. Ja, ja, kenne ich schon. Ah, da du schon einmal hier bist, kannst du gleich noch weitere Gerudo-Wörter lernen. Auf Wiedersehen heißt Zavork. Ich will zu dem da vorne. Was ist, wenn ich ein bisschen... Oh Gott. Oh mein Gott. Stehen bleiben, was glaubst du eigentlich, wo du hingehst? Ein Feu darf Gerudo-Stadt nicht betreten. Fort mit dir. Ja, toll. Ich wollte doch nur da vorne mal gucken.
Kann ich hier vielleicht irgendwas machen? Vielleicht irgendwie betäuben oder sowas? Ah, der alte Mann, der sieht immer noch nicht glücklich aus. Also ich denke, der eine war immer noch nicht da. Oder? Der Mann, der es nach Gerudo-Stadt hineingeschafft haben soll. Angeblich geht er immer vom Wüstenbasar in die Stadt und wieder zurück. Also warte ich hier auf ihn. Ich muss wissen, wie er in die Stadt kommt. Das ist mein Plan. Er ist ein wirklich raffinierter Plan, möchte ich hinzufügen. Es ist bestimmt er selber. So heißt nochmal dieser Wüstenbasar. War noch ein bisschen weiter vorne, oder? Ja, ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Ich denke, ja. Hier wird er, denke ich, nicht aufkreuzen. Also irgendwann wird er mir hier begegnen. Habe ich eigentlich alle angesprochen, wo ich hergekommen bin? Ich denke schon. Oder? Waren doch, glaube ich, nur zwei Leute. Muss auf jeden Fall wieder warten, bis es dunkel ist. Weil in der Hitze halte ich das nicht aus. Wobei, es wird schon wieder hell. Ja gut, komm. Wenn mir heiß ist, ziehe ich mich um und dann esse ich erstmal was Schönes. Ja, so machen wir das. So machen wir das. Aber zunächst müssen wir erstmal wieder zurück. Der Weg ist sehr weit durch eine sehr, sehr weite Wüste. Oh Gott, wieder so Geowatze. Nee, nee, danke. Nee, nee, sowas brauche ich nicht. Tut mir leid, tut mir leid. So, gespeichert wäre auch wieder mal. Was gibt's denn da drin? Sieht so verdächtig aus. Okay. Was gibt's denn da drin? Könnte das allerdings alles aufbrechen, aber dafür benutze ich mal den hier. Da vorne ist auf jeden Fall wieder ein Exalfoss. Da vorne ist noch einer. Okay, das lassen wir. Das lassen wir mal lieber. Nee, nee. Das wollen wir uns nicht nochmal antun. Da oben ist nochmal eins. Mein Gott, sind hier viele. Sind hier aber viele von denen. Komm, ich muss jetzt schnell in die Oase zurück, bevor es ein bisschen zu heiß wird für mich. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Bei da oben war ich jetzt eigentlich nicht, oder? In diesem großen Berg. Oh Gott, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Schon wieder du? Du schon wieder? Och Mann. Ja, ich will dich nicht mehr aufhalten. Ja, ich mach's nochmal. Ja, es ist Schicksal. Ja, okay. Tschüss. Das ist also kein Schicksal. Tja, tut mir leid, liebe Freunde, aber die will uns nicht. Die hat uns so sozusagen richtig extrem das Herz gebrochen. Einfach so. Einfach so. Na, das werde ich nicht verschmerzen. Das hängt mir jetzt noch tagelang in den Knochen. Wahnsinn. Wieso sehe ich so hässlich aus oder was? Das macht mich traurig. Das macht mich sehr traurig. So, Wüstenbasar. Was gibt's denn? Ja, man kann sogar rein. Man kann sogar rein. Hi. Wasak, Kaufmann. Ein Kaufmann? Sprichst du von einem Feu? Nie gesehen. Ich kenne nur eine Fei, die ihr Handel treibt. Sie kühlt sich immer auf dem Dach ab. Aha! Tagsüber ist er aber vermutlich zu heiß, schätze ich mal. Okay. Okay. Somit wäre das Rätsel gelöst. Gibt's Pfeile? Was gibt's denn hier? Ja, ist doch gut. Okay, dann eben nicht. Wer bist du? Sabota. Der Titan scheint jeden Tag näher zu kommen. Wann werde ich endlich wieder nach Gerudo Stadt zurückgehen können? Ja, okay, komm. Brauchen wir nicht mehr wissen. Und wer bist du? Oh, du bist aber dick. Schöne Rundungen. So ein Ärger. Seit dieser Titan aufgetaucht ist, kommen hier kaum noch Kunden vorbei. Das Stampfen mag etwas stören, aber... Willst du nicht vielleicht trotzdem hier übernachten? Das normale Bett kostet 20 Rubine und das Luxusbett 40 Rubine. Was ist denn überhaupt ein Luxusbett? Das Luxusbett ist mit Federn von echten Hyrule-Hühnern gestopft. Das ist etwas ganz Besonderes. Eine Nacht darin und man hat mehr Energie als je zuvor. Und, möchtest du übernachten? Nö. Ich gehe lieber einfach ans Feuer und warte, bis es abends ist. Okay, wir haben jetzt von der Verkäufer... Ach so, hier gibt's die Pfeile. Okay, Eispfeil. Ein Bombenpfeil. Oh Gott, das könnte aber noch hilfreich sein. Elektropfeil. Okay, wir nehmen mal ein paar Holzpfeile, oder? Wieso bloß einen? Ach so, hier gibt's bloß einen? Ja, komm. Dann kaufen wir einfach mal alles, was es hier so gibt.
Vielleicht ist sie ja dann glücklicher. Sark Sark heißt, glaube ich, Danke oder sowas. Okay. Und noch ein Elektrofeil. So, vielen Dank. Somit hätten wir alles aufgekauft, was es aufzukaufen gibt. Aber ich denke, wir gehen jetzt trotzdem vorne an die Feuerstelle und verweilen bis zum Abend. Denn dann wird die Verkäuferin oben auf dem Dach sein, wie man ja uns gesagt hat. Hoffen wir zumindest, dass sie da sein wird. Wir hoffen es innig. Okay, gut. Also meine Freunde, ich würde sagen, das sehen wir erst im nächsten Part, ob sich das Rätsel endlich lösen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.